ganz plump gesagt, dass der Gegner 2 Tore geschossen hat und wir gar keins. Lag daran, dass wir bei den Gegentoren nicht gut aussahen, dass wir den Gegner das viel zu einfach gemacht haben. Das wird in dieser Liga einfach bestraft. Und andersrum haben wir halt nicht so eine klare Möglichkeit, die Bälle ins Tor zu schießen. Hatten dann trotzdem zwei gute Möglichkeiten, die du dann nicht in Tore ummünzt. Und wenn du die Null nicht hältst und vorne keinen machst, dann ist es ganz klar, dass du dann einfach das Spiel verlierst. Du hast gerade gesagt, eklig gespielt, so eklig war es gar nicht, weil wir halt nicht so sehr in den, das meine ich eklig für Braunschweig, so war es gar nicht, weil die haben alles reingehauen, wir natürlich auch, aber wir konnten es halt nicht ins Ergebnis ummünzen. Und ja, die Zweikämpfe, wenn wir dann reingekommen sind, waren ja nicht ganz eklig genug, um dann halt ja, den Gegner den Schneid abzukaufen, immer Schritte nach vorne zu gehen. Deswegen stehst du jetzt hier mit leeren Händen. Wir haben ein bisschen unglücklich das erste Tor bekommen. Direkt vom Gefühl die erste Chance vom Gegner. Und da klar, wenn man 1-0 hinten steht, dass die Räume sich hinten öffnen und man muss ein bisschen aggressiver nach vorne natürlich spielen. Und ja, dann haben wir auch unsere Chance gehabt mit Hauptmann, wo der Torwart von denen richtig gut hält. Und schade, dass wir da nicht 1-1 gemacht hätten, weil dann wäre ein komplett anderes Spiel gewesen, glaube ich. Und dann ja, zweite Halbzeit haben wir 2-0 gemacht und dann war, glaube ich, schwer wieder zurück ins Spiel zu kommen. Ja, indem man das hier sauber analysiert, weil heute war nicht alles gut, ganz im Gegenteil. Hast du das Spiel verloren, viel Zeit zum Nachtrauern bleibt nicht. Du musst jetzt wieder den Blick nach vorne richten, du musst Kopf hoch, Brust raus. Es kommt ein Aufsteiger nach Zwickau, der die ersten Spiele für Furore gesorgt hat, der jetzt verloren hat. Ja, dann soll die nach Zwickau kommen und wir in unserem Stadion versuchen alles daran zu setzen, das Spiel zu gewinnen, weil wir brauchen dringend diesen ersten Sieg und da noch ganz, ganz viele weitere. Wir sollten aber erst mit dem ersten anfangen, ganz klar. Und da haben wir Dienstag wieder die Chance und die müssen wir nutzen.